Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge von Schnupp-TV. Hier ist euer Fischkopf und heute ist der 21. Oktober 2015. Was heißt das? Heute ist der Tag, an dem Marty McFly aus dem Jahr 1985 hinausgeflogen ist in die Zukunft und gelandet ist am heutigen Tag. Das war komisch formuliert, ist aber so. Und zur Feier des Tages gibt es für Rocket League den DeLorean zu kaufen. 1,99 kostet das Ding bei Steam. Ihr wisst ja wahrscheinlich, ich mag diese DLC-Sachen nicht unbedingt so gerne. Aber bei Sachen wie dem DeLorean muss ich einfach zugreifen. Guckt ihn euch an. Er ist unglaublich schön. Unglaublich schön. Und er macht auch noch abgefahrene Sachen, wenn man ihn dann tatsächlich fährt im Spiel. Und das gucken wir uns doch jetzt einfach mal an. Vorweg, ich bin gerade ja nun nicht so in meiner Rocket League-Hochphase. Ich stehe nicht gerade gut im Training. Das müsst ihr mir verzeihen oder auch nicht. Aber ihr seid schon mal vorgewarnt, ja? Die Sachen laufen so mittelgut im Moment. Gerade bei mir, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, weiß das vielleicht schon. Und jetzt guckt euch dieses wundervolle Auto an. Es ist, endlich darf ich mal dieses Auto fahren. Ja, wie lange haben wir uns alle gewünscht, mal den DeLorean selber zu führen? Jetzt ist es endlich soweit. Oh! Und da habt ihr es vielleicht schon gesehen, wenn man den Turbo aktiviert, dann macht dieser Wagen Sachen. Und da ist noch ein DeLorean. Oh shit. Und das Problem ist, normalerweise hat der DeLorean einen eingebauten Gewinnknopf. Jetzt müssen wir mal gucken, welcher von uns beiden hier den auch wirklich benutzen kann. Oh. Ja, komm schon, Papa braucht meine Hilfe! Also, wenn man hier, pass mal auf, das zeige ich euch jetzt mal. Habt ihr gesehen, ne? Er macht diese Feuerstreifen hinter sich. Und die blauen Funken vorne. Voll geil. Voll geil, Leute. Yes! Wenn man den Turbo anmacht, das ist schon mal. Also, das passt ja wie die Faust aufs Rocket League-Auge, ne? Das ist sehr, sehr gut ausgedacht. Und wenn man Aerials fliegt. Also heißt, zeige ich euch gleich mal hoffentlich. Also nach oben, ne, und dann Turbo an und dann fliegt man so ein bisschen durch die Gegend. Dann fährt der die Reifen ein. Dann fährt der die Reifen ein. Wie im Film! Wieso gewinne ich jetzt? Ist alles so Glückstore irgendwie, ne? Sind alles irgendwie so Glückstore, ne? Mehr so Glückstore. Würde ich jetzt mal behaupten, ne? So, Achtung, Abfahrt. Hopp! Da-da! Da-da-da-da! Da-da! Oh, daneben, Digga. Ah, shit. Oh, das lief nicht so gut. Woo! Woo! Hopp! Nein! Jetzt hat er den Turbo angemacht. Oh! Okay, ganz cool bleiben. Unser Gegner hier ist, glaube ich, auch ein bisschen aufgeregt, ne? Hopp! Oh. Oh. Okay. Ich hätt gerne noch ein Tor. Das wäre ganz schön. Und ein Aerial würde ich gerne machen, damit man das mit den Reifen sehr, sehr gut sieht. Oh. Oh. Alter. Woo. Das war ein bisschen crazy. Jetzt kein Tor machen. Jetzt bloß kein Tor machen. Danke. Okay. Ball. Komm. Danke. Achtung. Oh, fuck. Nein. Wenn der jetzt ein Tor macht. Er macht wahrscheinlich ein Tor. Oh, doch nicht. Oh, nein. Vorbeigesprungen. Ganz ruhig. Nein. Oh, das war nicht schlecht, Digga. Das war nicht schlecht, Digga. Aber kein Problem für mich. Oh. Ups. Ey, das wollte ich ja gar nicht. Oh. Okay. Komm, das schaffen wir. Yes! Okay. Okay, 3-0. Vielleicht kann ich euch noch ein Aerial zeigen. Ich würde das gerne auch selber nochmal sehen, weil das so schön ist. Achtung! Vielleicht mache ich es ja gleich einfach so. Oh, oh, oh. Oh,
Da! Da! Habt ihr es gesehen? Oh! 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 Ich mach Quatsch. Aber das macht nichts. Ich führe. Oh, shit. Was war das denn, Digga? Nope. Da waren wir ein bisschen schneller. Und da ist das Ding schon wieder drin. Hallo, DeLorean. Ach ja. So ein schöner Wagen. Ich glaube, wir müssen heute so ein bisschen zurück in die Zukunft gucken, ne? Da fällt mir ein, ich hatte eigentlich Tickets heute. Für so eine... Ich weiß nicht, ob das heute war. Ich bin mal ein bisschen verwirrt. Die drei Filme hintereinander in so einem Kino. Aber das kann ich heute nicht wahrnehmen. Das ist ein bisschen zu viel. Dann gehe ich lieber auf die Meltdown... Oh! Auf die Meltdown Marty McFly Party. Yes! Freier Drink, wenn man... Wenn man so ein bisschen aussieht wie Marty McFly oder ein Hoverboard dabei hat. Jetzt ist das Ding, ich muss mich jetzt quasi ankleiden als Marty McFly, weil das mit den Boards dürfen wir noch gar nicht in der Öffentlichkeit erzählen. Guck mal, was war das denn jetzt? Und den hätte ich eigentlich reinmachen müssen, ne? Das war sein Riesenfehler und mein Fehler, dass ich die Orchidee nicht gepflückt habe, ne? Es ist, manchmal muss man das tun. Und ich tue das manchmal nicht. Das ist ein Problem in der heutigen Gesellschaft. Was willst du machen? Was willst du machen? Oh. Na komm schon. Das ist doch jetzt nicht wahr. Das ist doch jetzt nicht wahr. Komm. Whoop. Okay. Komm schon. Hihi. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Mensch, gegen den ich da spiele? Das ist auch ein Veteran. Ist er betrunken? Ist er vielleicht betrunken? Es ist eine Möglichkeit, ne? Oh, yeah! Woo! Okay. Komischerweise haben wir gerade noch ein Spiel gewonnen. Ich weiß auch nicht. Oh mein Gott, ey. 436. Das ist... Kannst ja keiner erzählen. Aber eigentlich ja doch. Es ist ja nicht so schlimm. Es gibt ja tragischere Sachen. Durchaus. Oh, okay, neues Match suchen, bitte. Ach, da hatten wir schon eins gefunden. Ich hatte schon gedrückt. Das ist ja schön. Da habe ich auch mal weggedrückt. Kann man ja auch mal machen. So. Trotzdem frage ich mich immer noch, was denn da los war. Denn ich bin schlecht. Aber das, was der Reaper da hingelegt hat, das wirkte so ein bisschen verwirrt auf mich. Vielleicht auch jemand, der sich zum Veteran hochgespielt hat und dann eine Weile nicht gespielt hat. Kann ja auch sein. Es ist ja heute, genau. Ah, ja, ja, okay, ich verstehe. Weil heute ist ja der Tag, wo der DeLorean rauskam. Wahrscheinlich, gehen jetzt heute wieder Leute ein bisschen spielen, die auch schon eine Weile nicht gespielt haben. So wie ich, ne? Es ist so wie ich eigentlich, ne? Bleibt der im Tor? Nee. La, 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 ma, ma. Ich mir vorstellen, wenn ich das jetzt nicht wüsste mit dem DeLorean, ne? Und ich mache einfach Rocket League an, la, 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 lass mal ein bisschen spielen. Und plötzlich sehe ich einen DeLorean vor mir. Dann würde ich total durchdrehen. Würde ich total durchdrehen. Ich würde sofort aus dem Spiel gehen und mir dieses Auto kaufen. Glaube ich. Je nachdem, wie wichtig mir dieses Spiel ist. Oh! Digga, Digga, Digga! Oh nein! Ist er drin? Nee. Das war knapp ein bisschen. Jetzt hat er hier den Turbo eingesammelt. Jetzt hätte ich gerne diesen Turbo hier. Nein! Du Schweine! Nee, nee, das schaffst du nicht. Okay, gut. Oh, yes! Gib mir den Turbo. Oh, snap. Das wäre geil gewesen. Das wäre ein bisschen zu geil gewesen. Da hätten alle gesagt, ich cheate und so. Aber der war nicht schlecht. Komm. Arbeite dich heran. Nein, zu doll. Nein. Nein. Oh, schade. Es war eine reine Verschadigkeit. Macht nix. Wir holen das Ding. Oh, komm, dreh dich. Und weiter geht's, DeLorean. Ich hab eine Abkürzung für ihn jetzt. Ein, wie sagt man so schön? Ein Kosewort. DeLorean. Tor! DeLorean. Ach, come on. Diese Leute hier wieder mit dem Lack, ne? Fuck you, wenn du nicht verlieren kannst. Fuck you.
Was ist mit dir los? Fuck you. Scheiße, ich hab nicht getroffen. Das ist der Schar-HD. Okay. Weiter geht's, Dori. Wir holen das Ding. Wir zeigen ihm, dass wir nicht nur Lack haben. Auch viel und oft. Aber wir haben nicht nur Lack. Guck. Oh, schade. Oh. Ball nochmal ein bisschen reindrücken. Und. Oh, oh, oh. Oh. Das war kein Lack. Oh nein, das war auch kein Lack. Und das hier war Können des Todes. Okay. Oh, der DeLorean ist so wunderschön. Der DeLorean ist so wunderschön. Er ist so schön. Macht ihr auch eigentlich irgendwas zur Feier des Tages? Das würde mich mal interessieren. Ne? Schreibt das mal in die Kommentare. Ob ihr irgendwas Besonderes merkt. Das wäre schön. Gibt's da irgendwelche Need for Speed schon, sag ich schon. Zurück in die Zukunft Partys bei euch? Oder weiß ich nicht. Habt ihr euren Hund verkleidet als Lorian oder so? Oh, fuck. La 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 la. Oh. 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 Oh! Den hauen wir mal hier weg schnell. Oh, shit. Oh, shit. Oh! Hol ich mir. Oh, ich fahr zurück. Oh, wie cool das aussieht! Dieser DeLorean. Er macht mich ganz wuschig. Okay, wir brauchen den Boost. Wir haben den Boost. Was macht er? Oh! Nein! Nein! Oh, yes! Komm schon! Oh Gott, ich bin vorbeigefahren. Ich bin vorbeigefahren! Ich habe ihn reingemacht. Alter! Alter! Woo! So hard goal. Yes. Yes, yes, yes. Ist er im Tor geblieben? Scheiße! Ich guck das immer nach, ne? Nur jetzt nicht. Und jetzt trifft er mich auch noch hart. Er darf den nicht reinmachen. Sehr gut. Komm schon. Papa braucht noch ein Türchen. Nice. Der wird durchdrehen. Der wird rausgehen. Der wird jetzt rausgehen. Der wird Rage quitten. Noch nicht. Noch nicht. Ich meine, er hat ja recht, ne? Oh. Okay. Cool bleiben. Oh. Oh. Hat er den verpasst oder wollte er das so? Man weiß es nicht genau. Oh, jetzt ist er. Jetzt ist er geragequittet. Ja, wie gesagt, ne? Hat halt nicht jeder Nerven und Eier aus Stahl oder so. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Es ist der Marty McFly-Tag. Es ist der Zurück in die Zukunft-Tag. Bitte genießt ihn. Falls euch das jetzt gerade erst gesagt wurde, dann denkt euch noch schnell was aus und macht das, denn es muss gefeiert werden. Ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Das war euer Fischkopf. Bis zum nächsten Mal und tschüss.